Der erste Marburger Skate Rock Bash im Rahmen des Six Nations Cup im Georg-Gassmann-Stadion startete furios. Bereits lange vor der offiziellen Eröffnung tummelten sich zahlreiche Sportler im Skatepark und übten ihre Tricks. Auch für musikalische Unterhaltung war bestens gesorgt. Die Bands Fulltime-Job, Bourbon Seas, Atmosonic und Two Minutes Union spielten jeweils eine Stunde lang fetzige Rockmusik auf der Bühne mitten im Skatepark. Gegen 19 Uhr startete dann der große Skate-Contest. Mitfahren durfte jeder und bewertet wurden sowohl Qualität als auch Quantität der Tricks. Zu gewinnen gab es jede Menge Klamotten und Skateboard-Zubehör. Auch Move36 war mit einem Stand vor Ort und filmte und fotografierte, was das Zeug hielt. Außerdem gab es Energy-Drinks für umsonst. Umsonst war übrigens auch der Eintritt. 10.000 Besucher sind hier auf dem Burg Herzberg Festival und die müssen ja auch irgendwo schlafen und Zelte sind eigentlich ziemlich langweilig. Hier gibt es aber ziemlich geile Busse und Campingwagen, also gehen wir mal auf die Suche.